Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Barons hier mit mir, dem Waterfrank. Wir sind immer noch in der Preview-Fassung und es ist jetzt der erste Teil der Übersetzung online gekommen. Jetzt sehen wir hier auch Makrele, Rotbarsch, Schellfisch, Pollack und Kabeljau. Ja, also das sieht man jetzt halt endlich mal auf Deutsch alles. Und wir bestücken jetzt nochmal unsere Köder. Also 2000er ist eigentlich schon relativ heftig, weil ihr habt ja letztes Mal gesehen, damit das war ein bisschen zu viel, das war auch überfischt. Deswegen lieber 2 mal 1000 Tonnen, weil dann können wir auch noch ein bisschen hin und her fahren und dann schaffen die das eventuell, das auch schnell wegzuarbeiten. Deswegen gehe ich jetzt lieber mit 1000er Haken rauf und dann nehmen wir hier als Köder, Kabeljau wollten wir jetzt erstmal nicht, Makrele, genau, mit Makrele fangen wir halt den Pollack und den Haddock ganz gut. Dann nehmen wir jetzt mal zweimal Makrele. Jetzt haben wir 3 Netze und hier haben wir noch unsere unbaited Lines. Könnte man jetzt auch schon mitnehmen, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben ja noch eine 2000er und 3 1000er. Also 10.000er ist völliger Quatsch bei dem Boot. Mit 2000 ist das schon voll. Ne? Also ja, es ist leider noch nicht alles übersetzt, aber ein bisschen was ist schon übersetzt. Hier zum Beispiel jetzt sehen wir auch nochmal die Fähigkeiten kochen. Per Hand ausnehmen, einfrieren, maschinelles ausnehmen, Longline Hauling, stapeln, reparieren, Netz einholen. Wie gesagt, habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, man kann die Leute jetzt auch feuern. Ja, und ansonsten, Jobs sind hier keine verfügbar. Ja, im Dock können wir uns nochmal umgucken, Rumpf reparieren, Treibstoff kaufen. Hier sind nochmal die Upgrades, ist auch noch nicht ganz so fertig übersetzt, aber sind auf jeden Fall jetzt schon mal bei. Wir machen wieder Longline Hauler, würde ich sagen. Oh, was haben wir denn hier? Oha. Oha, was haben wir denn hier? 500.000. Das ist neu. Side. Oh, sorry Leute, das ist nochmal von Twitch. Ich habe heute live gestreamt und ja, kommen noch ein paar Follower nach. Improves Maneuverability by adding Side. Aber was macht das noch? Was macht das? Wollen wir das mal kaufen? Wir können das ja mal kaufen. Vielleicht können wir damit jetzt ein bisschen schneller fahren, oder? Manuell improvisiert die Manövrierbarkeit bei adding side-directed thrusters. Dann haben wir jetzt nochmal extra Schrauben dran. Na gut, dann haben wir uns das jetzt mal gekauft. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Fahren wir nochmal raus. Ja, hier ist leider jetzt auch noch nicht so viel übersetzt. Hier, das ist nochmal übersetzt, aber gucken wir mal beim Wetter. Ja gut, da gibt es ja nicht so viel zu übersetzen. Ja, aber sie sind auf jeden Fall bei mit der Übersetzung, finde ich schon mal gut. Leider, das Logbuch ist noch ein bisschen, steht hier zwar an der Seite schon so dran, aber hier zum Beispiel die Events sind auch noch nicht komplett übersetzt. Hier die Quest ist jetzt, hier ist zum Beispiel eine Quest. Ja, also da fehlt halt noch ein bisschen was bei der Übersetzung. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal direkt nach Pollack. Ja, hier haben wir noch ein altes Netz. Das habe ich leider nicht mehr geschafft rauszuholen. Das wird jetzt gleich weg sein. So, fahren wir hier am besten. Oder wir fahren hier direkt mal rein. Oh, wir wollen ja nicht zu dicht sein. Dann fahren wir erstmal hier raus. So, fahren wir hier erstmal rein. Vielleicht sind wir jetzt auch ein bisschen schneller. Wer weiß, 12,6 Knoten. Hört sich schon mal gut an. So. Jetzt machen wir unser Sonar wieder an und jetzt gucken wir mal, was hier unter uns ist. Ich glaube, da kommt schon der erste Kabel, ja. Ah. Okay, und wie manövriert man das jetzt? Da müssen wir mal kurz gucken. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wie kann man jetzt Sub Engine, Starboard, ach, C und Z. Mit C und Z. Da müssen wir mal schauen. Ah. Er ist wirklich Z und C. Ja. Denkt er halt so ein bisschen, ne? Das ist natürlich echt nice. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein paar Fischis finden. Oh, wir sind da schon deutlich drüber hier wieder. Schauen, welche Richtung. Vielleicht nicht zu schnell fahren. Werfen wir hier einfach erstmal aus, würde ich sagen. Weil er lenkt schon die ganze Zeit hier.
Schmeißen wir mal eins raus mit den Makrelen. Ja, eins können wir mal raushauen. Ja, wie gesagt, die Geschwindigkeit ist jetzt eh, sag ich mal, also limitiert. Ah, hier haben wir auch wieder ein bisschen Kabeljau. Ja, und hier können wir jetzt wirklich zweimal die 1000er Haken können wir auf jeden Fall reinmachen. Das ist unser Rumpf auch voll. Unser Frachtraum. Ja, hier ist, glaube ich, auch noch falsch übersetzt. Kostenlos 20.000 Kilogramm. Ist auch noch ein bisschen falsch übersetzt. Also die haben auf jeden Fall Englisch, Norwegisch und Deutsch. Das haben sie auf jeden Fall mit drin. Würde ich sagen, fahren wir hier nochmal. Jetzt schauen wir hier nochmal. Ja, können wir eigentlich erstmal geradeaus fahren. Ich glaube, hier kommen auch schon ganz gut Fische. Aber ich finde es gut. Sie arbeiten auf jeden Fall dran und sie arbeiten jetzt auch sehr stark auf den Releasen. Finde ich sehr, sehr gut. Gucken, ob jetzt hier noch ein Fisch kommt. So, schmeiß ihn nochmal aus. Jetzt bremst er automatisch runter. Auf 5,4, 5,3, ja, 5 Knoten. Oder noch langsamer. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hier einsetzen mit diesen Seitenmotoren quasi. Müssen wir mal schauen. So, dann haben wir hier auch fertig. So, dann gucken wir mal, dass wir hier unten vielleicht noch mal hinfahren. Da einmal so reinfahren. Jetzt fahren wir quasi einmal in die. Auch dicht am Hafen hier. Ah, da kommen schon die ersten Fische. Ja, hier unten haben wir auch nochmal die Fischnamen drin. Ja. Kabeljau, Pollack, Schellfisch, Rotbarsch und Makrele. Ich denke mal, vielleicht wenn Wellengang ist oder so, ne, dass man dann besser gegenlenken kann mit den Motoren. Denke ich mal. Gucken, ob jetzt hier irgendwie noch ein bisschen mehr vorkommen ist. Eigentlich genau mittendrin hier. Na, jetzt schmeißen wir mal raus. Dann gucken wir, was wir da so rankriegen. Ja, mit dem Kochen hatte ich schon mal jetzt geguckt. Also ab und zu klappt das, dass sie mal kocht, aber meist steht dann immer inaktiv. Also so von alleine irgendwie oder generell irgendwie, das mit dem Kochen, das funktioniert auch nicht so ganz. Ich habe die zwischendurch immer mal wieder auf die Cook-Position gesetzt, aber irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig. So, haben wir jetzt mal hier oben wieder hin, aber wir können großartig erkunden, das ist alles ziemlich weit weg. Dann würde ich sagen, fahren wir mal kurz in den Hafen. Dann können wir ja vorspulen. Wir können auch, glaube ich, hier vorspulen, ne? Fahren mal nach oben. Bisschen dichter dran. Wie viel Zeit haben wir jetzt? 7 Stunden. Glaube, das ist halt auch zum Ablegen sehr wichtig, ne? Die seitlichen Motoren. Man sich da nicht beschädigt, ne? Denke ich mal. Können wir gleich mal ausprobieren. Also das Upgrade, glaube ich, gab es vorher nicht. Ist, glaube ich, neu. Wir gucken jetzt mal, ob wir jetzt mal seitlich ransteuern können. Wir fahren jetzt einfach mal seitlich. Jetzt mal hier auf Stop. Und jetzt drücken wir mal nach links. Ne, ja, Z.
Ob er jetzt zur Seite steuert. Sollte er ja eigentlich jetzt. Ne, ist eigentlich eher die andere Richtung, ne? Mal hier. Jetzt steuert. Auf jeden Fall kann man ein bisschen seitlich steuern damit. Also es funktioniert schon. Man kann seitlich jetzt ein bisschen, ne? Ja, doch, das geht schon. Aber man muss trotzdem noch ein bisschen Gas geben. Das ist ja nicht schlecht, ne? Dann immer vor und zurück so ein bisschen. Aber richtig dicht rankommt tut er auch nicht. Das ist, glaube ich, wirklich nur so minimal, denn das braucht halt, nee, das braucht zu lange. Machen wir ein bisschen schneller hier. Man kann jetzt hier, denkt man, okay. Kann man quasi fast auf der Stelle lenken, ne? Ja, man kann auf jeden Fall schon ein bisschen mehr steuern damit. Ah, jetzt können wir auch andocken. So. Dann gucken wir mal auf die Karte nochmal. Wie viele Stunden sind das jetzt noch? Das sind jetzt ja, 10 Stunden oder so. Also 9 Stunden könnten wir auf jeden Fall mal vorspulen. Machen wir 9 Stunden. Ja, mit der Fracht können wir übrigens nicht vorspulen. Also man kann hier nicht mit der Fracht anlanden, ohne sie zu verkaufen, ne? Also das geht nicht. So, tanken wir nochmal auf. Dann fahren wir los. Oh, da müssen wir gleich mal einen zum Reparieren schicken hier. Reparieren. Da schicken wir ihn mal zum Reparieren. So, und dann fahren wir nach oben. Na, der repariert jetzt 4% die Stunde. 3% sind schon wieder Schaden. Na, wahrscheinlich eben gerade beim Rausfahren. So, dann gucken wir mal. Erstmal hier hin. Glaube, der müsste jetzt schon fertig sein mit dem Reparieren. Gucken wir. Der ist fertig. Lass ihn erstmal ausruhen. Guck mal, ob er kochen kann. Warum wollen sie irgendwie nicht? Weiter. Sind jetzt sogar blau. Optimal. Hoffen mal, dass wir da auch in den richtigen Bereich reingeschmissen haben. Ja, Zertifikate brauche ich noch ein bisschen hier. Noch 211 Kilometer. Das wird noch ein bisschen dauern. Bis zum nächsten Boot. Aber ich probiere das einfach mal. Ich lasse das Boot dann einfach mal. Oh, ein bisschen nach links. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Lenkt nach links. Nach links. Oh, wieso lenkt er nicht mehr? Alter Schwede. Stimmt. Gerade nicht mehr lenken hier. Alter Schwede, was ist denn los? Oha, 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 oha. Irgendwie funktioniert die Taste hier nicht mehr. Okay. Bisschen merkwürdig. So einen starken Wellengang haben wir hier eigentlich gar nicht. Jetzt hängt er komplett. Alter Schwede. Das ist ja heftig hier. So, dann nehmen wir ihn mal. Longline Hauling.
Online Hauling. Ah, dann besiegen wir dafür. Wird am meisten Ausdauer. Müssen wir erstmal wieder. Oder langsam ran. Ah, wir sehen hier. Ah, da sind die Polarlichter. Sehr geil. Sehen ja mal nice aus. Mal hier. Kurz. Sieht richtig schön aus. Und die spiegeln sich auch so schön auf dem Wasser. Das ist wirklich schön. Sollte es gleich grün werden. Haben wir hier auch einen Sound? Oder? Wann hatte ich hier einen Sound gehabt? Doch, man hört so ein bisschen jetzt. Aber man hört das von der Maschine schon wieder nicht. Ja, das habe ich vorhin noch gehört. Vorhin hat man noch diesen Maschinensound hier gehört. Ja, hier haben wir doch ein ganz gutes Vorkommen eigentlich. Ja, sie haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Also. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Zum Beispiel jetzt hier auch mit dem Sound, sag ich mal. Wäre schon nicht schlecht, wenn man da irgendwie. Ja. Aber sie sind ja bei, ne? Also passiert ja auch was. Jetzt können wir auch gleich das zweite dann abholen. Oh, hier hinten staut sich schon. Alter Schwede. Das mit dem echt schick aus. Immer hier. Vorne hier einmal an Deck. Schick aus, ja. Polarlichter. Ist sie jetzt schon beim letzten? Ist beim letzten, ne? Oder? Naja, kommen noch welche. So, da sind wir jetzt mit fertig. Dann macht sie jetzt gleich maschinelles Ausnehmen weiter. Sie macht Einfrieren weiter. Und er macht Stapeln. Gut, dann fahren wir weiter. Holen das nächste Netz ein, das auch schon blau ist. Danach holen wir dann das letzte. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Zeitversetzer wird sich, glaube ich, lohnen, weil das ist jetzt auch schon wieder fast blau. Seht da vielleicht. Ist hier gar kein Sound mehr, ne? Oha, was ist da denn? Was ist denn hier los? So, da vorne sind die beiden Bojen. Jetzt haben wir auch ein bisschen. Sind jetzt hier gerade bei. Oh, sie ist schon wieder inaktiv. Ja, dann können wir sie auch gleich schlafen lassen. Wochen passiert eh nichts. Ja, die müssen jetzt erstmal tun hier. Die muss jetzt einfrieren und er muss das quasi stapeln. Ja, das Boot ist echt so von der Manövrierbarkeit her wirklich, naja, nicht so toll. Also erstmal noch ein bisschen, ich versuche mal hier ein bisschen zu steuern. Hier ein bisschen rüberkommen nach rechts. So, und schicken wir sie wieder zum Longline Hall. Oh. Ein bisschen gegenlenken. Also von der Physik her ist das schon nicht schlecht gemacht, ne? Wieder rüberkommen. War eigentlich schon fast da, ne? Wieder rüber, die andere Seite.
Na, aber machst du schon. Machst du schon. Haben wir schon geschafft. Ja, gerade bei Wellengang ist das immer nicht so einfach. Mal ein bisschen Musik anmachen, während sie hier. Bisschen Musik hier. Weiß gar nicht, ob wir jetzt hier auch runtergehen können. Ich probiere mal runter zu gehen. Hier können wir, glaube ich, nichts weiter machen. Da ist sie. Da nimmt sie die Fische aus. Maschinen. Hier vorne kommen wir, glaube ich, gar nicht rein, ne? Ne. Ja, die machen ihre Arbeit schon. Das läuft. Hab da vollstes Vertrauen. So, wir haben jetzt mit einer Nacht. 9, nee, Platz haben wir noch. 9,2 Tonnen Platz noch. Gucken, wie viel das jetzt hier wird. Wenn eigentlich die damit fertig ist, können wir schon mal zum Hafen fahren. So, die ist fertig. Die hat auch noch genügend Ausdauer. Jetzt können wir sie nicht verschieben. Ach, die hat noch eine. Da war noch eine dran. So, jetzt machen wir da weiter. Geht sie da quasi maschinellen ausnehmen Tisch hier. Oh, und damit ist es dann auch voll, ne? So, denn den können wir jetzt erstmal gerade noch nicht abholen, aber wir brauchen ja nur nachher hier einmal um die Ecke fahren, dass er nicht wild. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben es jetzt 3:24 Uhr. Das heißt also, der Markt hat jetzt noch nicht auf. Jetzt erstmal gucken, ob sie schon alles ausgenommen haben. Sie ist fertig, er schläft schon wieder, dann muss sie jetzt weitermachen hier. Na, stapeln ist sie leider nicht so gut, hier einfrieren ist sie besser. Jetzt auch ein bisschen stapeln. Und wie gesagt, man kann jetzt halt das Zeitvorspulen, kann man jetzt halt nicht machen, solange man halt noch Fische an Bord hat. Das ist jetzt noch 6,6 Tonnen, das ist natürlich heftig. Einfrieren ist hier ja ganz gut, ne? Ja, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen hin und her fahren hier. Bis wir vielleicht die Zeit dann haben hier. Mal, wie spät es denn jetzt gleich ist. Können wir da auch gleich verkaufen. Um 9 schon fertig. Woran ist es alles? Guck mal, ob sie noch mal kochen kann. Ne, kochen geht leider noch nicht. Das geht leider noch nicht. Also sie ist jetzt gleich fertig hier. Ja, wie gesagt, ansonsten macht ihr da noch ein bisschen versetzt, dass ihr vielleicht erst zwei Longlines auslegt und dann später dann quasi die anderen beiden, weil das ansonsten ja. Das ist von der Zeit her zu knapp. Aber der könnte hier noch weiter stapeln. Der ist ein bisschen schneller im Stapeln. Der macht 212. Na, dann ist er gleich fertig. Wir noch mal ein bisschen vor hier. Herreisen. Jetzt fahren wir langsam ran. Der ist jetzt auch fertig. So, jetzt haben wir 19,6 Tonnen gestapelten gefrorenen Fisch. Wir fahren jetzt da ran. Um 10 macht der Laden auf. Das passt eigentlich ganz gut. Können unseren Ruf da noch ein bisschen verbessern. Dann vergleichen wir das gleich mal. Mal gucken, was haben wir da jetzt. Auch wieder Kabeljau, ja, aber mehr Pollack diesmal. Diesmal haben wir mehr Pollack. Also Kabeljau eher weniger. Na, mal schauen, was wir jetzt kriegen. Bin gespannt.
So, wir haben jetzt verdient 332.000, ist okay. Und wir erhöhen ja unseren Ruf jetzt. Gut, ja, dann würde ich erstmal sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal wieder einen Break und ich versuche dann schon mal ein paar Kilometer frei zu fahren, ein bisschen zu erkunden und ja, und dann auf das nächste Schiff quasi hinzuarbeiten. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Nobotofink. Tschüss.